So, da sind wir wieder, liebe Leute. Es geht weiter mit Kona, diesem wunderschönen Spiel, was in Kanada spielt, in Quebec. Und ich sehe gerade, ja, uns ist so langsam, wird es immer kälter und unser Stresslevel ist auch so mittelmäßig. Es tut mir leid, dass das Spiel leider ein bisschen flackert. Das ist, wir wissen nicht, woran es genau liegt. Könnte ein Kabel sein. Könnte der Wurm drin sein. Vielleicht haben auch wieder Mäuse am Kabel geknabbert. Aber da müsst ihr jetzt halt leider einfach mal drüber hinwegsehen. Weil ich glaube, dieses Spiel ist es wert, weiter angeguckt zu werden. Und wenn ihr Spaß daran habt, nach dieser Stunde... Wow, es dürfte gefixt sein. Dann lasst uns doch mal ganz schnell ins Spiel gehen. Geil. Das wäre natürlich best case. So ist halt die Technik. A fire is as good as the materials used. Verdammt, jetzt sehe ich das Flackern auch. Jetzt ist es wieder weg. Ich weiß nicht, was es ist. Nehmt es einfach als... Das ist so, wenn man Leute lobt. Oder Technik. Technik darf man nie loben. Kann ich dich mitnehmen? Geil. Aber nehmt es einfach als Bonus-Effekt hin. Bei Silent Hill gab es Nebel, weil sie nicht so viel darstellen konnten. Hören die Spuren hier einfach auf. Na spitze, dann kehren wir wieder um. Hat sich ja richtig gelohnt. Aber wir haben ja diese Laterne mitgenommen. Oh, jetzt dachte ich schon, ich hätte mich verrannt. Und wärmen uns ein bisschen auf, weil ich sehe schon, dem Kollegen geht so langsam die Wärme flöten. Ich kann das nur allzu gut nachvollziehen. Halte durch. Ja, mach hier noch ein bisschen die Faust. Wir müssen doch nur hier über die Brücke, dann stellen wir uns kurz in den Laden. Der sollte uns doch ein bisschen die Gemüter erwärmen. Und dann versuchen wir immer noch mal hier diese Garage zu öffnen. Das gibt's doch nicht. Beziehungsweise die Hebeanlage. So. Auf. Ah, und wir können auch die Registrierkasse mal verwenden. Hat sich irgendjemand gemerkt, wie die Zahl war? Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Ich guck mal. Special. Matches. Hardware. Nein. Documents vielleicht. Keiner die Zahl gemerkt. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Hat uns auch nicht weitergeholfen. Usable. 1, 2, 3, ihr seid witzig. War das wirklich 1, 2, 3? Nee, das war nicht 1, 2, 3. Aber man kann über viele Orte dieses Journal machen. Wieso hat er das auch nicht mitgenommen? Nein. Einfach gelogen. 739, das könnte es sein. 739. Und was ist denn das jetzt? Sieht hier aber auch gar nichts. Nein. 739. Hä? Auch nicht. Ah, da ist der Knopf. Den man auch lesen kann, ne? Zweimal kurbeln. Tada! Geil. According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Okay. Jetzt brauchen wir noch hier einmal zur Garage gehen.
und den Gang bringen. Oh, aber vorher müssen wir ja hier das Licht ausmachen. Turn das off. Turn hier off. Turn hier on. Main Power. Vielleicht ist das vielleicht mit dem Switch. Die Lampe brennt aber auch nicht. Wir versuchen es dennoch. Verdammt, Mann. Schauen wir mal. Gehst du an? Geht immer noch nicht. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. Ach was. The thing was out of power. Wir haben's gleich. Ach ja, werden hier wieder Scherze auf meine Kosten gemacht. Turned off. Generator. Vielleicht jetzt. Ah, jetzt guck mal, ist das Licht an. Auf Generator hätte man stellen müssen. So. Geil. Jetzt leuchtet das auch grün. Hebeanlage. Und wir können uns das hier mitnehmen. At long last, the crowbar was within Carl's grasp. Surely it would come in handy at some point. Verdammt genau. Das heißt, wir können hier weg. Würde ich behaupten. Das sieht nicht so aus, als könnte ich die hier verwenden. Dann steigen wir doch mal wieder in unser treuen Pickup. Chef Lore. Wer kennt sie nicht? Chef Lore. Was? Ihr macht keine Scherze? Ihr macht keine Scherze auf meine Kosten? Ich bin enttäuscht. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Fahren hier rüber. Ah, jetzt dachte ich schon, sie ist kaputt. Sah für einen ganz kurzen Augenblick so aus. Western. Okay. Oh! Das hätte man mir aber auch sagen können, dass da plötzlich eine unsichtbare Wand ist. Darf ich hier wenigstens weiter? So, kann ich hier aber raus. Schauen wir uns doch hier mal um. Das hätten sie aber auch schöner machen können. So, erstmal fremder Leute. Hat sich schon gelohnt, wieder hier fremder Leute Briefkästen zu durchsuchen. Oh. Nicht schlecht. Was haben wir hier? There should be a law forbidding doctors from falling sick. Tja. Auch Doktoren werden mal. In spite of Dr. Beaupré's goodwill, the place didn't look much like a physician's office. It could easily be mistaken for a sewing shop. Oh, machen wir doch hier mal ein Feuer. Sehr geil. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Within these miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Billige Weine, na super. Oh,
Das sieht schmerzhaft aus. Aber ich sehe schon, er hat neueste Technik. Catch your name, bla bla bla. Who cares? No medical explanation whatsoever can explain why old Rosaire. Rosoir is still alive. As we and the trade say, the only way to cure him is to kill him. Dun dun dun. Okay, yeah. Whatsoever. Let's get going. In den Schrank gucken. Schön, dass man hier viel untersuchen kann. Medipack. Nicht das Schlechteste. Kann man erstmal nicht genug davon haben. Was haben wir hier? Only a great misfortune could have pushed a man like Dr. Beaupré to isolate himself from the world. Far up north and buried in snow. Attach wire. Okay. Wir brauchen dafür ein Magnet. Und wo könnte es ein Magnet geben? Der duckt sich ja viel. Und er hat scheinbar eine Augenklappe. For the one-eyed or for other vision problems, the eye patch was the way to go. Und ich wiege nichts. Gut, lasst uns. Das ist eine komische Tür. Die sieht verbarrikadiert aus. Oh, kann man hier viel untersuchen. Wir müssen alles untersuchen. Da ist etwas Klopapier drin. Ein Bild. The good doctor, flanked by his beautiful spouse. Pure happiness. Captured on cardstock. Achso, das hatten wir ja schon. Ja, ja. Okay. To hell with patient confidentiality. Carl wouldn't be able to track down his client without unveiling secrets. Now he knew where to find Hamilton. Können wir uns hier noch umgucken? A chamber pot. Fortunately for Carl, inspecting it wouldn't further this particular investigation. Was auch immer da drin war, wahrscheinlich Bodensuppe, wie das aussieht, oder Schlimmeres. Dann gucken wir uns doch mal ums Haus herum um. Oh, das ist ja auch ekelhaft, da rauszutappen in die Kälte, nur um auf den Pott zu gehen. Da ist eine Lampe. Und was ist das? Ich dachte, hier geht's irgendwie runter. Ob ich Schnee ausstellen kann? Kann ich natürlich mal machen. Graphic Options. V-Sync disabled. Okay. Es hat sich nicht gebessert. Die Darstellung vom Schnee macht uns kaputt. Daran liegt das Problem. Es liegt nicht am Laptop. Es liegt einfach nur an der Schneedarstellung. Gehen wir hier wieder rein. Ich will da nicht lesen. Ich will. Hier, gehen wir nochmal rein. Wärmen uns nochmal auf. Okay. Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Julia, the doctor's spouse, was equally greedy and faithful.
A deep kindness radiated from her eyes. Ich würde sagen, wir gehen einfach. Gehen einfach und fahren weiter. Wir können ja scheinbar überall ein- und aussteigen. Das wirkt so leicht open-worldig. Fahren wir mal wieder zurück. Weil das war ja nicht der einzige Weg, den wir hätten gehen können. So, fahren wir doch mal hier lang. Guck mal, hier ist nämlich auch ein Haus. Vielleicht finden wir da auch Magneten. Das sieht auch echt ein bisschen creepy aus hier alles. Ich habe mir natürlich wieder nichts gemerkt, weil hier steht relativ deutlich eine Zahl, die Hausnummer. A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. Ach ja. Was haben wir hier? The key, wieder mal ein Schlüssel. Which seemed to be meant for a padlock, bore an inscription reading Cloutier and Sons. A company name. Better keep an eye open. Businesses weren't exactly numerous around these parts. Oh. Ein gutes Stück Fleisch, ne? Ach, das sieht schon cool aus. Ist das so ein leichter 50-Look, den dieses Spiel hier hat? Was haben wir hier? A pay stub for some undoubtedly harsh lumberjack work. Alexandre Blais felled trees and chopped woods for Cloutier et Fils. Jetzt wird es auch noch dunkel. Also so richtig wohnlich. Sieht anders aus. Das ist aber auch gefährlich, hier zu schlafen. Einmal kurz aufgeschreckt, hast ein Loch in der Birne. Was haben wir denn da? Hockey Card. Ted Harris. Natürlich. In Kanada guckt jeder Hockey. Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, hier einfach bei anderen Leuten ins Schlafzimmer zu gehen. Aber die stehen wohl drauf. Das ist halt auch nicht... Stellt das Bett doch irgendwie dahin. So haut ihr euch beide die Köpfe kaputt. Wenn nicht komplett flach liegen bleibt. Warte mal. Doch nicht. Ich dachte vielleicht Licht aus. Bietet mir irgendeinen Vorteil. Dass ich irgendein Geheimnis entdecke oder so. General untidiness, objects scattered about randomly. Clearly someone had to flee in a hurry. What could have caused such a fright? A Hund? Wo kam der denn jetzt her? Oder ein Wolf, besser gesagt. Das sieht aus... Okay, hier ist... Badewanne. Das sieht alles nicht sonderlich einladend aus. Ja, ich hatte gestern gesagt, Doom. Dass wir vielleicht Doom spielen. Aber da wusste ich auch gar nicht, dass dieser Slot hier frei ist. Und es war alles so ein bisschen... schnell ersatzweise. Well, looks like someone woke und up on Doom ist ein relativ großes Spiel und das hätten wir in der Zeit nicht heruntergeladen bekommen auf PC, weil ich finde, Doom sollte man schon auf PC spielen.
Und oder dieses Spiel hier. Ich möchte das gerne aufheben. Und nicht immer diese. Ja, jetzt. Dieses Spiel hier nur knapp 2 GB groß ist, war das natürlich einfacher. Deswegen kein Doom. Aber vielleicht nächstes Mal. Dann gucke ich, dass wir irgendwo Doom installieren. Und dann spielen wir auch mal Doom. Ah, da hinten ist auch noch eine Scheune. Gucken wir uns hier mal um. Ah, dafür war der Schlüssel. War hier dafür der Schlüssel? Carl's big fingers prevented him from reaching the key. Oh Mann. Carl's big fingers prevented him from reaching the key. Wie dick können denn die Finger sein? Das ist ein Flasch. Vielleicht eine Angel bauen. Dann müssen wir uns hier erstmal umgucken. Vielleicht finden wir irgendetwas. Auch wenn ich nicht genau weiß, was wir finden könnten. Licht aus, Licht an. Strange. Aber ich nehme an, das soll so. Was haben wir hier? Ein Rasenmäher. Der liegt hier wahrscheinlich schon seit einem halben Jahr. Können wir sonst noch wohin? Gehen wir mal wieder ins Haus. Vielleicht habe ich hier wieder was übersehen. Nochmal hier rein. Telefon. The furniture has been moved several times. Um das Ding hier zu verstecken. 7. Oktober. Marie, ich bin bei meinen Großeltern in Manson Nord mit meiner Mutter und Miss Roy. Mein Vater ist verschwunden. Tiere wurden zu aggressiv. Es ist zu gefährlich. Monster. Ich habe keine Angst. Ich weiß, er ist super cool. Like Jean Bellevue. Keine Ahnung. Okay. Wenn du super cool bist, dann bin ich auch cool damit. Haben wir hier was? Die wohl geflohen sind. Wir könnten auch hier ein Feuer starten. Machen wir das doch. Money in a jar. What a shame. Carl would have loved cookies. Öffnen wir hier mal Sachen. Vielleicht finden wir noch was. Na. Marlboro meint. Kühlschrank offen stehen lassen ist auch nicht so gut. Ja, gut, das kennen wir auch schon. Leute, helft mir. Habt ihr eine Idee? Ich habe nämlich keine. Habe ich hier oben irgendwas übersehen? Oh. Das sieht wirklich aus wie der Slenderman. Typ mit blauen Augen und Wölfe drumrum. Wieso sollte ich... Achso. Haben wir hier sonst noch was? Können wir hier irgendwie was machen? Das ist echt ein hässliches Wohnzimmer. Wenn man das überhaupt Wohnzimmer schimpfen darf. Wer wohnt denn hier? Stevie Wonder? Ich weiß echt nicht mehr,
was wir machen könnten. Gucken wir auf die Karte mal, wo wir hier sind überhaupt. Es scheint ja doch noch einiges an Wegen zu geben. Ah, okay, da war eine Siedlung, an der bin ich scheinbar vorbeigefahren. Vielleicht gucken wir uns da doch mal um. Machen hier mal das Licht aus. Strom sparen. Fahren wir mal zu der Siedlung. Vielleicht ist dort irgendwas, was ich benutzen kann, um den Schlüssel zu holen. Ich habe ja auch noch einen Schlüssel, den ich noch nicht benutzt habe. Was? Wer mag Pizza? Ich will auch Pizza. War das hier lang oder in die andere Richtung? Ah, hier. Genau. Okay, da können wir einfach durchfahren. Oh, liegt hier was? Da liegt was. Was liegt denn hier? Was ist denn das? Tape. Auch nicht schlecht. Gucken uns hier kurz mal um. Was ist denn hier? Eine Katz? Eine Katz mit Hut und Monokel. Oder ist das, nee, das ist eine Giraffe. Ein Giraffe. So. Interessant. Man flüstert mir auch schon leise ins Ohr, dass wir uns dem Ende nähern. Oh, aber wir fahren hier noch mal kurz hin. Woodlots. Eieiei. Da sind wieder Wolfsspuren. Wir fahren mal durch. Hier wurde ordentlich Zeugs abgehackt, wahrscheinlich für die Mine. Fahren jetzt einfach mal den Weg runter. Und wir haben leider noch nicht so sonderlich viel erfahren. Irgendwie sind alle geflohen, scheinbar, alle Ansässigen. Oder Schlimmeres. Sie haben Kaffee. Oh, hier brennt es wieder. Das gucken wir uns doch mal an. Den letzten paar Minuten. Klack. Das behalten wir mal, dieses Foto. Without a single window to brighten things up, the inside of the cabin was almost pitch black. Beware of close encounters of knee and furniture. Und Humor haben wir auch noch. Da sind noch ein paar Zigaretten. A card game only hermits can truly enjoy. Carl felt depressed at the thought of playing this. Suitcase with clean. Eine Zahnbürste. Die können wir doch brauchen. Und die ist nass. Scheinbar. Das sieht hier alles noch nicht so. Kann auch hier mal ein Feuer starten. Überall das Gleiche. Da ist ein Medipack. Okay. Liebe Leute, wir müssen leider, leider zum Ende kommen. Denn es schlägt gleich 17 Uhr. Dann kommt unsere Fußballexperten mit der EM irgendwas und reden wieder eine Stunde über Fußball, was zurzeit irgendwie ganz hoch im Kurs ist. Weiß zwar auch nicht warum, aber so ist es halt nun mal. Das war's von Kona, ein Steam-Spiel, welches sehr interessant ist. Man hat nicht viel erfahren und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt uns gerne im Forum. Und vielleicht können wir das einrichten und mal weiterspielen. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant.
das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Und man sieht sich bald wieder hier mit mir. Ich verabschiede mich und sage bis auf dann.